Es ist wieder mal Advent und wir möchten euch heute... Das macht der Tinguin da. Der freut sich über Weihnachten. Alleine? Ja. Oh Gott, nicht schon wieder. Da. Und deswegen machen wir heute ein Adventsgedicht. Nein, nicht um Gottes Willen. Hören Sie auch, machen Sie mit. Ach, Sie sind dran. Und dann auch das noch. Los, eins. Los, ein Adventsgedicht. Oh. Also, im Orient... Was? Im Orient. Im Orient, ja natürlich, das wiederholen sage ich alles, was ich quatsche. Ist ja schon gut. Also, im Orient, eine Wunderlampe brennt. Erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht Aladdin vor meiner Tür. Das ist doch kein Weihnachtsgedicht. Wieso nicht? Das heißt Advent, Advent. Ach Gott, das kennt doch jeder. Deswegen erzählen wir es ja auch. Ach, es ist doch nichts Neues. Es muss doch etwas Neues sein. Ach, was denn es Weihnachten ist, viel zu gefährlich. Weihnachten ist nicht gefährlich. Ach ja, ich habe doch gesehen, letztes Jahr hat doch hier Onkel Hans, hat doch Tante Gerda angezündet. Onkel Hans hat Tante Gerda nicht angezündet. Ach ja, ich habe genau gesehen. Hat er nicht, ich habe es genau gesehen. Also, wir hatten Fondue gegessen. Nicht? Und da ist Onkel Hans dieses Fondue-Dings. Wie heißt das? Fondue-Gabel, genau. Das ist ihm runtergefallen. Und da wollte er sich bücken und das hochholen. Nicht? Und Onkel Hans hat so eine Frisur wie Sie, also eine Glatze. Ja. Und dann hat er sich gebückt. Und Tante Gerda hat die Glatze gesehen und dachte, es wäre ihr nacktes Knie. Und da hat sie, wohlerzogen wie sie ist, ihren Rock drüber gemacht. Ja, ja. Und Onkel Hans hatte gedacht, das Licht geht auf. Nee. Und hat ein Streichholz angezündet. Ja, fröhliche Weihnachten. Ach, so war das gar nicht. Natürlich war es so. Wir wollten auch nur frohen Advent wünschen. Ja, dann frohen Advent! Jetzt geht's auch ein bisschen freundlicher. Frohen Advent! Zufrieden? Frohen Advent. Ja. Yeah.